Wir machen jetzt zusammen ein Ganzkörper-Workout, ein knackiges, da ist alles drin, was du brauchst, um wirklich den ganzen Körper zu spüren und zu verbessern. Das Einzige, was du dafür brauchst, ist eine Yogamatte und ich empfehle es am besten barfuß zu machen. Also lass uns starten, roll deine Yogamatte aus und dann beginnen wir direkt schon mal mit ein bisschen Aufwärmen. Und zwar springen wir auf der Stelle hoch und runter, ganz locker, lass die Schultern so ein bisschen mittanzen. Wir sind ja oft im Alltag auch in einer statischen Position. Wir sitzen viel und wir wollen hier ein bisschen mehr Dynamik, ein bisschen mehr Lebensfreude in den Körper bringen. Und wir starten jetzt aus diesem Springen, kommen wir in den Jumping Jack. Ganz lockeres Jumping Jack. Noch nicht zu intensiv, ganz locker. Wir wollen erstmal die Herzfrequenz nach oben bringen. Wir wollen gleichzeitig ein bisschen Wärme kreieren. Die Muskulatur aufwärmen. Noch 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Locker, nochmal schütteln. So, und das Wichtigste für diese Session ist, dass wir das mit den Mundwinkeln nach oben machen oder immer wieder daran erinnern, denn dann haben wir viel mehr Freude und viel mehr Leichtigkeit. Wir kommen jetzt in einen weiten Squat, also weite Kniebeugen, Hüfte ungefähr hüftbreit, die Füße vielleicht noch ein Stückchen breiter und machen hier ganz entspannte Squats. Von der Seite zeige ich nochmal, versuche mit dem Oberkörper schön aufrecht zu bleiben. Und wenn du magst, nimmst du die Arme mit, streckst die Arme, um die Rückenmuskulatur zu aktivieren. Ruhig und entspannt atmen. Wir machen davon noch 10, 9, 8, noch 7 mit einem Lächeln, 6, 5, 4, 3, noch 2 und den letzten halten wir für 10, 9, 8, 7, 6, gut, 5, 4, 3, 2, 1, langsam aufstehen und wieder schütteln, lockern, Anspannung und Entspannung, immer im Wechsel. Bevor wir richtig, richtig starten, wollen wir noch ein bisschen mehr mobilisieren. Nehmen die Hände mal auf deine Oberschenkel. Und jetzt machen wir hier den Rücken rund und wieder nach vorne strecken. Ausatmen, rund. Einatmen, Brust heben. Ausatmen, rund. Kopf geht richtig mit rein. Und einatmen, Kinn geht nach oben. Katze, Kuh im Stehen. Genieß das richtig. Deine Wirbelsäule liebt dich für genau diese Übung. Und um es noch schöner für die Wirbelsäule zu machen, kommen wir jetzt in einen breiteren Stand und schieben die eine Schulter nach vorne. Ausatmen. Einatmen über die Mitte. Ausatmen zur anderen Seite. Drehbewegung in der Wirbelsäule. Ein Twist. Du kannst auch richtig schön die Hand Richtung Innenseite nehmen und dann dich so rüber drücken. Alles natürlich mit ein gewisses Maß an Sanftheit, weil wir ja noch im Vorbereiten sind, am Aufwärmen, am Mobilisieren. Gut, jede Seite noch einmal. Vielleicht ein bisschen tiefer und länger halten. Und dann die andere Seite. Ein und ausatmen. Langsam zur Mitte. Wieder neutrale Position. Die Beine zusammen. Und einmal aufrollen. Und zurück. Wir gehen bis zum Boden. Touch. Und dann aufrollen. Schultern ziehen zurück. Hier nochmal tief gehen. Touch. Und dann einmal zurück. Den Boden berühren. Mit den Fingerspitzen. Sehr gut. Jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter. Nimm die Arme nach oben, komm in so eine Art Rückbeuge und dann tief den ganzen Radius ausnutzen, einatmen und ausatmen tief. Mach dich richtig schön lang. Noch dreimal, drei große Runden. Noch zwei. Immer aus der Länge in die Rückbeuge, lang, lang, lang. Dritte Runde und dann lösen. Hier mal auslockern, 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 auslockern.
Und dann kommen wir mal in so eine Art Bouncen nach rechts rüber. Und dann bouncen wir rüber zur linken Seite. Ganz entspannt atmen. Eine letzte Runde, von Seite zu Seite bouncen. Und dann zur Mitte ein letztes Mal. Und lösen, wir rollen uns nochmal ganz weit auf. Rollen, ziehen die Schultern zurück und lösen. Ja. Gut, dann kommen wir zum hinteren Teil der Matte. Und machen jetzt großen Ausfallschritt nach vorne. Wir starten mit links erst, links Step und zurück. Dann rechts Step und zurück. Links, rechts. Wenn es zu anstrengend ist, der Step zu groß ist, dann mache ich den Step ein bisschen kleiner. Gar kein Problem. Kleiner oder größer, so wie es für dich gut passt. Dann machen wir ab jetzt 20 Steps. 1, 2, 3, 4, das Knie, 5. Kann leicht die Matte berühren oder kurz vorher. 8, ich hoffe, ich habe richtig gezählt. 9, 10, sonst machen wir einen extra. 11, 12, 13, 14, gut, 15, 16, 17, 18, die letzten beiden und der letzte Lunge Step und nochmal lockern, 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 gut. Wir tun noch ein bisschen was für die Beine, wir bleiben bei den Beinen und machen den Lunge Step jetzt nach hinten. Wir kommen also an den vorderen Mattenrand und machen jetzt den Step nach hinten. Sieht sehr ähnlich aus, ist aber anders von der Muskelansteuerung her. Und auch hier starten wir mit unserem Countdown. 1, wir machen auch wieder 20, 2, 3, 4, 5, gut atmen, 6, 7, 8, 9, 10, Oberkörper bleibt schön aufrecht, 11, Brust raus, 12, Lächeln nicht vergessen, 13, 14, 15, 16, 17, es wird wärmer, 18, 19 und 20, lösen, lockern, Beine ausschütteln, ruhig die Arme mitnehmen. Sehr, sehr gut. Wir sind schon ungefähr bei der Hälfte des Workouts. Du siehst, es ist kompakt, es ist knackig und wir wandern jetzt langsam von dem Unterkörper zum Oberkörper. Komm dafür als allererstes mal auf die Knie und setz dich mal hier zurück. Genau. Spür mal die schöne Dehnung in den Beinen. Brustkorb aufrecht. Und jetzt gehen wir mit den Händen nach vorne und machen hier die Hände schulterbreit. Mit dem Gewicht legen wir es nach vorne. Jetzt ist wichtig, dass der Rücken gerade bleibt. Und wir machen den Trizeps-Liegestütz, das heißt die Ellenbogen bleiben eng am Rippenbogen. Also wir gehen einmal hier tief, kommen nach oben und gehen zurück. Schieben uns vor, tief, nach oben und zurück. Immer wieder in die Streckung kommen, vor, tief. Kannst die Füße hinten zusammennehmen, immer wieder die Child's Pose. Wenn du eine längere Pause brauchst, weil es zu anstrengend ist, bleibst du ein bisschen länger hinten in der Child's Pose, setzt eine Runde aus. Wir machen noch 10 Stück davon, also 1, zurück, Ellbogen ganz eng, 2, 3, 4, Bauch ist ganz fest, 5, um einen stabilen Rücken zu gewährleisten, gerade zu bleiben, 6, Mundwinkel gehen immer wieder nach oben, gerade wenn du dran denkst, 7, 8,
9. Hier kommt der letzte vor, tief nach oben und zurück, 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 zurück. Und die Arme lockern, schütteln. Sehr gut. Mal auf die Arme, auf die Schultern klopfen. Bedank dich bei dir selbst. Gut gemacht, Dankeschön Arme. Dankeschön Bauch, der musste hier viel tragen. Und natürlich auch Rücken. Und das Schönste ist immer, wenn wir noch eine zweite Runde machen. Wir machen das Gleiche nochmal. Wieder direkt starten wir mit 10 Wiederholungen. Du kannst aber auch statt des Zurückgehens vorne bleiben. Also tief, während die anderen zurückgehen, während du zurückgehst, machst du hier vorne weiter. Gut, also wir starten zusammen. Vor, 1 und zurück. Oder du bleibst vorne. 2. Dann zählen wir immer nur jeden zweiten. 3. Du kannst vorne bleiben. 4. Oder zwischendurch immer wieder einmal zurück. Wieder vor. 5. 6. Wenn du magst, mit zurückkommen. 7. Gleich am Ziel. 8. 9. Bauch ist fest. Und 10. Nach oben, zurück. Arme lösen, lösen, lösen. Und einmal locker. Wow. Stark. Auch überkreuzen. Gut, jetzt haben wir was für unsere Vorderseite getan. Wir haben was für unseren Bauch, für unsere Brustmuskulatur, für den Trizeps getan. Wir haben unsere Beine schon aktiviert. Was uns noch ein bisschen intensiver fehlt, ist die Rückseite. Also der ganze Rücken, der darf gerne kräftiger werden. Und aber auch unser Gluteus Maximus, also die Gesäßmuskulatur. Die hatten wir zwar schon ein bisschen, aber die wollen wir jetzt ein bisschen intensivieren. Leg dich dafür auf den Bauch. Gut, streck die Arme. Wie so ein V nach vorne. Beine sind lang. Und wir heben Oberkörper und Beine an. Nach oben. Wie so ein Klippenspringer. Und wieder tief. Nach oben halten. Und löst. Nochmal strecken. Und löst. Gut. Wir machen 3x 10 Wiederholungen. Diesmal 3 Runden, weil diese Übung so wichtig für uns ist. Und wir starten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, spür die Power des Rückens, 8, des Gluteus, 9, Gesäßmuskulatur, unterer Rücken und 10, halten, halten, halten und lösen. Wir machen ein Kissen, winkeln die Beine an. Und lassen sie von links nach rechts schwingen. Mal ein bisschen nachspüren. Kurze, kurze Pause. Und dann starten wir in 3, 2, 1, zweite Runde. 1 und lösen. 2. 3. Hier. Immer oben ganz kurz halten. 5 und 6, 7, 8, 9 und wir halten. 10, halten, 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 halten und lösen. Kopfkissen machen, Beine von links nach rechts und dann kommen wir gleich. Alle guten Dinge sind 3, die dritte und letzte Runde. Für die Kräftigung, die Stärkung des gesamten hinteren Bereichs, Rücken, Gesäßmuskulatur. Kurz nachspüren. Gut, und wenn du magst, in der letzten Runde kannst du auch nicht ganz ablegen. Um es noch schwieriger zu machen, wenn du magst, Arme erstmal gestreckt, wie so ein V. Und wir starten. Ab 1, ohne ganz ablegen. 2, oder mit ablegen, wie du magst. 3, 4,
Und wieder lösen. Und 5. 6. 7. 8. 9. Und beim letzten Mal bleiben wir oben. 10. Halten, 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 halten. Bisschen länger beim letzten Mal. Und lösen. Beine anwinkeln und von Seite zu Seite fallen lassen. Einfach wie so ein Scheibenwischer von links nach rechts. Schenkt dir ein glückliches Lächeln, weil du es fast geschafft hast. Und dann lösen. Gut, wir kommen nach oben. Und das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, um das Workout wirklich komplett zu machen, ist, wir brauchen noch so einen kleinen Cardio-Part. Und dafür eignen sich die Burpees immer am besten. Und das machen wir jetzt zusammen. Ich zeige mal, es gibt ganz viele verschiedene Burpee-Varianten. Ich zeige mal zwei mit einem Add-on und du kannst entscheiden, welches du machen möchtest. Entweder der halbe Burpee, tief, Sprung in, oder also entweder Steps oder Sprung in die Plank, wieder nach oben und aufstehen. Oder du gehst Sprung ganz zum Boden, nach oben und aufstehen. Und anstatt aufzustehen, kannst du auch einen Sprung machen. Okay, also nochmal die zwei Varianten. Ich zeige sie einmal komplett gegangen und ohne Sprung. Tief, Step, 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 aufstehen. Oder Sprung, aufstehen. Oder das Ganze ganz tief zurückspringen und nach oben aufstehen. Und anstatt nur aufzustehen, kannst du auch hier nach oben springen. Gut. Also, ein paar unterschiedliche Varianten. Viel Spaß damit. Wir machen jetzt eine Minute. Und zwar eine Minute Vollgas in 3, 2, 1, go! Nimm deine Variante. Entweder halber Burpee, Vollgas oder ganzer Burpee. Das heißt, ganz auf den Boden legen. Mit Sprung oder nur mit Aufstehen. Wie du magst. Ich zeige mal unterschiedliche Varianten. Da, wo du bist du goldrichtig. Du hast fast schon die Hälfte rum. Bleib dabei. Hier kommt der Countdown. Noch 30 Sekunden. Da kommt man richtig schön aus der Puste. Die letzten 15 Sekunden. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und lösen. Woo! Das war genau eine Minute Burpees, Vollgas. Und jetzt geht's, und haben wir nicht nur Vollgas gegeben, uns geht's auch noch voll gut. Als erstes, was du machen kannst, um dich ein bisschen zu beruhigen, ist so ein bisschen dich bewegen auf der Stelle. Von links nach rechts schütteln, lockern. Jetzt kannst du dir nochmal dieses Siegerlächeln schenken, weil du hast es komplett geschafft, das ganze Workout. Und das war nicht ohne. Dieses Workout, speicher das ruhig. Das kannst du jederzeit wieder machen. Mach es mindestens dreimal pro Woche. Nimm dir diese ungefähr 20 Minuten Zeit, dreimal in der Woche. Es ist eine Stunde auf die ganze Woche verteilt. Es wird dir so gut tun. Du wirst ein neues Fitnesslevel bekommen. Und natürlich kombiniere das immer mit einer gesunden, vollwertigen Ernährung. Ich wünsche dir viel Spaß und einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns.